Social Movie Night heißt es heute wieder in Berlin. Dieses Mal zu Ride Along Next Level Miami. Kevin Hart und Ice Cube müssen sich diesmal quer durch Miami prügeln. Beide sind hier heute vor Ort und ich habe tolle Co-Hosts dabei. Zum ersten Mal Jay und Aria vom gleichnamigen Kanal. Hallo Jungs. Hey, na, alles klar. Wir freuen uns, hier zu sein. Ich bin mega gespannt. Wir waren schon bei Straight Outta Compton dabei, war mega nice. Und heute mit den Jungs auf der Bühne zu stehen, wird auf jeden Fall nice. Auch mit dir und Patrice. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß bei der Social Movie Night. Weißt du, was wir brauchen? Erst die Kohle. 100.000. Dann sind wir im Geschäft. Komm schon, was soll der Scheiß? Ich sehe hier eine Menge Muscle Cars, aber ich sehe keine Muskeln. Ellbogen, Ellbogen, Pick Move! Ist das deine? Ich habe jetzt eigentlich nur eine Frage, die ich stellen muss. Und wer am nächsten liegt, der gewinnt einen kleinen Preis. Könnt ihr euch vorstellen, was der Preis sein könnte? Ein Selfie mit Kevin Hart. Wie alt ist Ice Cube? 35. Ich sag 45. Er ist 46. Yeah. Glückwunsch dafür. In wie vielen Filmen hat Kevin Hart als Schauspieler bereits mitgewirkt? 14. 6. Kevin Hart hat in bereits 45 Filmen mitgemacht. Damit ist er mit 14 wesentlich näher dran. Wie groß schätzt ihr, ist Kevin Hart? 1,62. 1,63. Er ist zwar näher dran, aber du bist genau drauf. Er gewinnt tatsächlich jetzt dieses Selfie nicht nur mit Ice Cube, aber auch mit Kevin Hart. Dein Partner heiratet deine Schwester? Guter Cop, Sexcop! Hori ist die beste Hochzeitsplanerin in Atlanta. Sie werden Folgendes tun. Ich lass mich von Ihnen doch nicht einschüchtern. Ich bin ein Cop. Und was machen Sie jetzt? Ich gehe das Buch verhören. Mach dich mal groß. Nein, ich hab das voll mal. Ah! Auf welcher Geschwindigkeit war der eingestellt? Willkommen zur neuen Social Movie Night! Bitte mit einem tosenden Applaus heißt ihn hier willkommen. Hier ist für uns alle Robert Hofmann! Schönen guten Abend! Hier sind Jay und Aria! Hallo! Jay, Aria, schön, dass ihr mit dabei seid. Was erwartet ihr jetzt von dem Film? Also der erste Teil war auf jeden Fall einfach nur zum Totlachen. Wir selber sind auch riesige Fans von den beiden Schauspielern. Kevin Hart ist sowieso Stand-Up-mäßig einfach richtig am Start. Ich bin auch riesiger Fan von Stand-Up. Und Ice Cube sowieso eine Legende. Also ja, ich glaube, das kann nur gut werden, der Film. Habt ihr heute Bock auf Kevin Hart? Was ist mit Ice Cube? I love it. How you doing? Hey, hello. How y'all doing out here? Oh yeah, Kevin, you in the movie too. I am in the movie too, people. I'm in the movie as well. My man Ice Cube, you're in the movie too, right? Yeah, I'm in the movie. Anybody can watch this movie and laugh. That's the one thing that we share all over the globe together. Laughter. When I say that Ride Along, the Next Level brings you an abundance of laughter, I mean that. When you guys see it tonight, you'll see for yourself. If you don't like the movie, Kevin, tell them what to do. We want you to kill your social media page. We want you to delete it. Mac, hala, onat, unsee, unsee, litia, Okay, I did it. I said, light your phones up. Did I say it? Exactly. Cube, I don't like wasting time, man. I don't want to talk too much. I want them to see the movie. Do you want them to see the movie? I want them to see the movie. Well, introduce the movie so they can watch the movie. Get ready for Ride Along, the Next Level, Miami. Dankeschön! Dankeschön! Wir haben Gesellschaft. Oh mein Gott! Hängen Sie ab! Sekunde! Blinkst du etwa? Das ist die Macht der Gewohnheit! Die Schwäger sind zurück in der Stadt. Wenn du das noch einmal sagst, schieße ich dir ins Gesicht. Ich brauche dich jetzt hier. Ich werde am Samstag jemanden heiraten. Let's get ridiculous.
Wie hat dir der Film gefallen? Ey, der war er hat wirklich seine Versprechen gehalten, war tausendmal geiler als der erste. Super witzig auf jeden Fall. Kevin Hart immer für einen Lacher gut. Ice Cube, der halt ein bisschen hart, aber der coole Checker ist. Und Kevin Hart, der klein und aber gutes Herz hat. Und es war Unterhaltung, wie ich es mir gedacht habe, wie ich es mir erhofft habe. Einfach cool. Der Typ ist ein Wahnsinn auf der Bühne. Da kann man sich nicht mit messen. Der reißt jeden in seinen Bann. Noch nicht. Aber morgen schon. Kevin Hart wieder hier zu haben, Ice Cube hier zu haben, das erste Mal Aftershow, ist natürlich für jeden normalen Bürger, der sonst immer sein Kinoticket ganz normal bezahlt, umsonst eine riesengroße Sache. Und da habe ich viele strahlende Gesichter gesehen. Und das ist auf jeden Fall das Wichtige an dieser Stelle. Und Kevin Hart, der gibt halt einfach Gas. Und deswegen finde ich es auch interessant, weil wir ihn scheinbar hatten, wieder zu haben und über die Jahre zu verfolgen, wo entwickelt er sich hin. Und gerade mit der Social Movie nicht dabei sein zu können, finde ich super spannend. Mir hat es mega Spaß gemacht. Wir wären gern wieder dabei, wenn es sich ergibt. Und wir waren ja auch schon vorher ein paar Mal in der Social Movie Night halt als Zuschauer. Aber ja, wenn wir können, gerne. You already know what we're talking about.